mit einer traumhaften Lage zu Füßen der Bergkastellspitze in den Ötztaler Alpen, verwöhnt dieser Urlaubsort im Dreiländereck von Österreich, Italien und der Schweiz seine internationalen Sommergäste. Nauders am Reschenpass gehört zu den Besuchermagneten für Sommerurlauber in Tirol, die hier zahlreiche attraktive Angebote zum abwechslungsreichen Aktivurlaub, zum Familienurlaub mit Kindern oder für einen erholsamen Wellnessurlaub inmitten einer malerischen Alpenkulisse erleben können. Wie kein anderer Urlaubsort in Österreich ermöglicht Nauders auf zahlreichen Wander- und Bikertouren das Überqueren von drei Ländergrenzen in wenigen Stunden. Verbunden mit beeindruckenden Ausblicken auf imposante Alpenmassive in Täler und auf weitläufige Seen im Dreiländereck. Nauders liegt auf einer Höhe von ca. 1400 Metern und bietet mit über 4000 Gästebetten eine große Auswahl für alle Ansprüche. Vom gemütlichen, familiären Ferienapartment bis zu Verwöhnhotels mit Sternenglanz. Wie zum Beispiel das Hotel Mein Almhof mit Wellnessangeboten der Spitzenklasse und einem außergewöhnlichen Skypool mit erfrischender Aussicht. Auf einem Hügel am südlichen Ortsrand erhebt sich das Schloss Naudersberg aus dem 14. Jahrhundert aus dem Ortsbild und bietet Fotografen und Malern ein besonders reizvolles Motiv. Schlossbesucher erhalten bei Führungen Einblicke in die wechselvolle Geschichte des beeindruckenden Bauwerkes. Eine der beliebtesten und landschaftlich eindrucksvollsten Wanderrouten in Nauders führt vom Bergkastell zum Reschensee in den italienischen Ort Reschen. Vom Ort geht es leicht bergauf zur modernen Talstation der Bergkastellseilbahn. Mit Panoramablick aus der Gondelperspektive auf Nauders geht es schwebend hinauf auf eine Höhe von 2200 Metern. An der Bergstation lädt das Panoramarestaurant Bergkastell zur Rast vor oder nach einer Bergtour ein. Wenige Meter nach der Bergstation beginnt der Höhenwanderweg und führt entlang eines idyllischen Zirbenweges mit kleinen Wasserfällen und schönen Ausblicken in das Hochtal hinunter zur Stieralm. Die Revitalisierung der historischen Stieralm ist ein gastronomisches Leuchtturmprojekt, das Tradition und Nauderer Geschichte mit einem modernen Verwöhnkonzept vereint. Ihren Gästen bietet die Stieralm eine faszinierende Aussicht von der Terrasse sowie ein einzigartiges Almambiente im Innenraum. Von der Stieralm geht es leicht bergauf zum neu errichteten Speichersee und nach einer kurzen Wanderpause weiter entlang von Hochmoorflächen zum Plomortboden.
Auf ca. 2000 Meter Höhe entdecken die Wanderer und Mountainbiker auf diesem Tourabschnitt Gefechtsstände und Panzersperren einer ehemaligen Verteidigungsanlage, die als Teil des Alpenwalls von 1936 bis 1942 angelegt wurden. Optischer Höhepunkt dieser Wandertour ist das Erreichen des Aussichtspunktes mit einer unbeschreiblich schönen Panoramaaussicht auf den Reschensee und den Heidersee sowie auf den höchsten Berg Tirols, den 3905 Meter hohen Ortler, der sich hinter beiden Seen erhebt. Anschließend führt die Route mehrere Kilometer bergab nach Reschen. Unweit vom Ortsrand und direkt am Finschger Höhenweg lohnt sich ein Besuch der Etschquelle. Die Etsch beginnt von hier ihren Flussweg nach Medan, Bozen und Verona bis zur Mündung an der Adria und ist mit 415 Kilometer Länge der zweitlängste Fluss in Italien. Nach Erreichen des Ortes Reschen am See liegt den Tagesgästen der Reschensee mit seiner Länge von ca. 6 Kilometer und 1 Kilometer Breite zu Füßen und bietet schöne Motive für ein Erinnerungsfoto an diese eindrucksvolle Tagestour. Ebenfalls sehr beliebt bei Urlaubsgästen in Nauders am Reschenpass ist eine Wander- oder Biketour hinauf zum Schwarzen See und Grünen See zwischen den kleinen und großen Mutzkopf. Mit der Doppelsesselbahn Mutzkopf geht es schwebend hinauf zur Bergstation am kleinen Mutzkopf. Biker finden hier mehrere Trailrouten und Wanderer starten ihre Entdeckungstour. Unweit der Bergstation befindet sich ein Bergrestaurant mit schönem Terrassenblick bei freier Sicht. Und nur wenige Meter entfernt beginnt der Wanderweg zum Schwarzen See. Über einen Waldpfad geht es vorbei an Hochmoorflächen, die Pflanzenkennern zahlreiche botanische Kostbarkeiten bieten können, sanft bergauf. Der Schwarze See ist ein Naturdenkmal und liegt auf einer Höhe von 1725 Metern unterhalb des großen Mutzkopfs. Der über 2 Hektar große Moorsee kann seinen Besuchern im Sommer besonders schöne Blütenmotive bieten. Im Schwarzen See wachsen und blühen die höchstgelegenen Seerosen in den Alpen, was bei vielen Gästen für Erstaunen und Bewunderung sorgt. Entlang des Seeufers und durch dichte Wälder geht die Wanderroute weiter bergauf zum Grünen See. Naturliebhaber finden am Grünen See ein weiteres fotogenes Landschaftsidyll. Bei warmen Temperaturen kann im klaren Wasser des Grünen Sees ein erfrischendes Bad genommen werden. Daher sollten Badesachen zum Wandergepäck gehören. Auf dem Rückweg nach Nauders bietet der romantische Berggasthof Riatsch die Möglichkeit zur Stärkung oder Erfrischung nach dieser ca. 4 Stunden langen Wanderung. Auf den weiteren Weg in den Ort eröffnen sich reizvolle Blicke auf Schloss Naudersberg und das Ortszentrum. Nauders am Reschenpass ist ein idealer Ausgangspunkt für interessante Tagesausflüge.
Eine landschaftlich besonders eindrucksvolle Tagestour in der Urlaubsregion Nauders-Tiroler Oberland und Kaunertal. Ist eine Fahrt auf der Kaunertaler Gletscherstraße. Diese Gletscher-Panoramastraße gehört zu den schönsten Hochgebirgsstraßen der Alpen und liegt nur ca. 40 Kilometer von Nauders entfernt. Nach dem Passieren der Mautstation startet die Tour auf einer Höhe von ca. 1300 Metern und führt vorbei an bizarren Felswänden und rauschenden Gebirgsbächen bergauf. Am Straßenrand laden nummerierte Entdeckerpunkte immer wieder zum Zwischenstopp ein. Auf einer Höhe von über 1700 Metern erhebt sich der höchste Naturschüttdamm Europas, des Gepard-Stausees, mit einer Höhe von 160 Metern aus der Landschaft. Ein modernes Bergrestaurant lädt zur Einkehr und dem optischen Genuss des Stausee-Panoramas ein. Am See entlang geht die Tour weiter hinauf und vorbei an romantischen Alpenwiesen mit Alpenkühen in Richtung Fernergarten. Die Kaunertaler Gletscherstraße führt über 29 Kehren auf eine imposante Höhe von 2750 Metern zum Weißseeferner und überwindet einen Höhenunterschied von fast 1500 Metern. Ein beliebter Haltepunkt ist der türkisfarbene Weißsee. Ein von Gletschereis gespeister Gletschersee, um den ein Rundweg führt. Im letzten Straßenabschnitt geht es kurvig und steil bergauf. Und die Aussichten in das Tal mit Gletscherblick werden immer spektakulärer. Vorbei an kleinen Wasserfällen und einer bizarren Felslandschaft erreichen die Tagesgäste den Endpunkt der Gletscherstraße an der Karlisjochbahn. Die moderne Gondelbahn Karlisjoch bringt die Tagesgäste zur Aussichtsplattform auf 3108 Meter Höhe. Die Aussicht auf viele bekannte Alpengipfel in Österreich, der Schweiz und in Italien ist bei klarer Sicht einfach atemberaubend und gehört zu den schönsten Panoramen der gesamten Alpen. Mitten durch die Plattform führt die Landesgrenze von Österreich und Italien und bietet die Möglichkeit, mit jeweils einem Bein in einem anderen Land zu stehen. Bei der Rückfahrt können die Tagesbesucher entlang der 26 Kilometer langen Strecke noch einmal die landschaftliche Vielfalt der Kaunertaler Gletscherstraße auf sich wirken lassen. Der Urlaubsort Nauders beeindruckt durch seine traumhafte Lage, direkt im Dreiländereck Österreich, Schweiz und Italien. Und kann Urlaubsgästen aller Altersgruppen im Sommer mit über 300 Kilometer Wanderwegen und 1100 Kilometer Rad- und Bikerwegen sowie vielen Erlebnisangeboten und attraktiven Ausflugszielen einen abwechslungsreichen und grenzenlosen Sommerurlaub garantieren.
erleben Sie ein faszinierendes Alpenparadies bei Ihrer persönlichen Entdeckungsreise in Nauders am Reschenpass in Tirol.